Ich habe
Gut. Herzlichen Glückwunsch. Wir möchten gerne ein, zwei Fotos machen, wenn ihr euch kurz dahinter stellen könntet. Ich mache auch noch ein Schild. Was machst du jetzt mal? Ja, weil die auf sich gucken. Das mache ich auch. Hallo Leute, ich bin hier bei einer Schachweltmeisterschaft in Bottrop. Ne, das ist nicht Schachweltmeisterschaft. Das ist hier einfach nur so eine Zusammenkunft von Schachspielern. Wie nennt sich das jetzt hier? Sag mal. Bekanntmachung des königlichen Schachspiels. Des königlichen. Ich habe jetzt auch dreimal verloren und ihr seid jetzt mal live dabei, wie ich beim vierten Mal verlieren werde. Und du bist der? Werner. Werner. Du bist schon wie lange beim Verein? 6 Jahre. 6 Jahre. Und mit 6 Jahren hat er angefangen, hat 40 Jahre nicht gespielt, ne? Und dann in Rente gegangen, hat gesagt, da war mal was, da hat mein Vater mir was beigebracht und hat dann Schach gespielt. Gegen ihn habe ich jetzt 3 Mal verloren, jetzt versuche ich zum 4. Mal, ihr seid dann live dabei. Und dann könnt ihr mal sehen, wie das hier abgeht. Warte mal, ich guck mal, dass das hier auch vernünftig zu sehen ist. So, kann ich ja vielleicht, schnibbel ich das doch, aber vielleicht lasse ich das auch einfach mal. So, wir gehen da, legen mal los. Ey, du musst gucken, ne? Jetzt bin ich dabei. Das ist jetzt die Glogowski-Öffnung, die ich mache, damit der Bescheid wisst. Die kennt der Werner nicht, ich auch nicht. Der Joke ist schon 3 Mal gelaufen, also der passt jetzt nur noch für euch. Da fängt es ja schon gut an hier. Ich will schon mal ein Pferd killen. Sag mal, was war das noch mit den 3 Sekunden hier? 3 Minuten und 2 Sekunden Gutschrift für jeden Zug. So, da wollte ich doch sagen, irgendwas war mit 3 Minuten. Ich habe 3 Sekunden. Achso, ich muss ja mal drücken. Ah, Halleluja. Und den Bauer, wenn der hier unten steht, den darfst du 2-mal ziehen nach vorne. Ne? Also wenn ich den jetzt 2-mal ziehe, dann habe ich auch wieder einen verloren. Aber ich könnte ja mal den hier machen. Guck mal. Geht. Weil wenn er den Springer nämlich gezogen hätte, ja, dann hätte ich den mit dem Bauer killen können. Hat aber nicht. Die Socke. Halt den jetzt. Ja, wenn es einfach jetzt. So, seht ihr mal, wie ein paar Köpfe fallen, Bauern? Scheiße, dass er mir die Damen noch nicht gesehen hat. Das ist mal gemein jetzt. Hat er mir die Damen weggenommen? Ich sag, da war die Glogowski-Eröffnung, die ist total scheiße. Sag ich ruhig. Okay, den muss ich ja jetzt hier ziehen, ne? Ja. Sowas von. Kacke, ey. Du hast ja doch jetzt hier. Mann. Das ist ja mal. Ja, passt ja fürs Video jetzt unter 3 Minuten. Das war jetzt der schlechteste Zug, den ich überhaupt in allen 3, 4 Eröffnungen gemacht habe. Und ist aber auch. Ey. Ja, das kann ich jetzt auch nicht machen. Da kommt das Pferd wieder zum Zug. So, mal gucken, was die jetzt ist. Geht mich ja nicht geschlagen. Schöne Chance. Ja. Doch. Ich weiß, ich bin Risikospieler. Was ist jetzt los? Wer krabbelt mich da von hinten? Ja, Tag auch. Der Holger. Hi. Ich nehme das Spiel auf. Ja, klar. Ich muss schon ein bisschen Publikum ranziehen hier, damit ich genau wissen, was los ist. Schon wieder am Verlieren, ja, 4. Mal, sagt ihr. So, da hab ich gar nicht mehr. Nee, du holst jetzt da einen aus dem Gebüsch, das reicht dir.
das sonst? Ja, du hast dann mit den Pferden aber auch. Ach, ich hab gar nicht geguckt vor Flix. Jetzt ist auch, wir machen ja sowieso hier. Der hat mich voll abgelenkt jetzt. Nee, du bist ein Schach. Was? Ach, oh, ja, Schadenfleisch. Ja, da muss ich ja schon wieder. Ja, wo soll ich denn hinziehen? Hab da gesehen, das war Schach und ich war so blöd, hab's nicht gesehen. Aber er war so blutig. Damit das Spiel noch 2 Minuten länger dauert. Schach? Ja, schon wieder. Das ist der Läufer. Der Mütze. Hier lebst du im Schach. An wen? Ach, Entschuldigung. Der ist meiner hier, hör mal. Ja, ja, ja. Lass mein Hoppeditz da stehen. Ja, aber jetzt verpinkelt er sich hier, aber ich verwende ja nicht das schlimme Wort. Aber wenn ich den ziehe, ist auch gut. Aber ich kann so machen. Ihr seht, das Pferd hat einen ganz anderen Schritt auf. Einmal vor und einmal seitlich. Also ich habe auch 30 Jahre nicht gespielt, ne? Dafür, dass ich 4-mal verloren habe, also wird ja wahrscheinlich jetzt auch verloren gehen, gegen einen hier. Wie lange bist du jetzt im Verein? 6 Jahre. 6 Jahre hast du? Ach, hast du ja schon gesagt, genau. Mein Kurzzeitgedächtnis ist ja nicht so gut. Ich war ja letztens in Neurologie. Ja, da habe ich einen Podcast gemacht und war ich Tester. Musst du so Tests ausführen? Ja, ich habe das schon gemerkt. Kannst du. Ist ja eigentlich matt, ne? Wie eigentlich ist matt? Ja, ist, weil ich kann ja nur noch so machen und dann machst du einen so. Nee, Dame kann man nicht, König kann man nicht wegnehmen. Wie kann ich nicht wegnehmen? Der König ist im Schach. Ach so. Der König kann nicht wegnehmen. Du kannst den Bauern nicht nehmen und den König weghauen? Ja, guck mal, ich nehme die Dame jetzt weg. Nein, dann bist du im Schach. Ach so, was ist denn Schachmatt? Ja, du bist jetzt Schachmatt. Ja, dann sag das doch. Ich bin jetzt komplett verwirrt gewesen. Ja. Hier ist ja, ja, genau. Hier kannst du nicht alles schaffen. Ja, ist Schach, jetzt ist Schachmatt. Erzählt mir was vom Schach. Siehst du, habe ich wieder was dazugelernt. Und ich hoffe, ihr auch. Genau aufgepasst. Also gegen mich könnt ihr gewinnen. Wenn ihr also gewinnen wollt, müsst ihr nur gegen mich antreten. Ne? Ansonsten ist, könnt ihr den Werner buchen, ne? Zum Üben. Ja. Der war wirklich klasse und ich hoffe, ihr habt euch amüsiert, auch wenn wir jetzt fast 8 Minuten gequatscht haben. Sag mal, wie lange gibt es den Verein schon? 101 Jahre. 101 Jahre? Aber der heißt SV Schwarz-Weiß oder wie? SV Bottrop. SV Bottrop heißt SV, SV 21 Bottrop. Schachverein 21 Bottrop. Schachverein, aber heißt er nicht 1921? Doch. Ach, wir haben ja 2000. Siehste, ich sag ja, ich kann nicht recht. Ich habe jetzt an 1901 gedacht, egal. Das ist ja Spaß, das ist live, Leute. Ja. Wir haben unseren Spaß, da könnt ihr nochmal gucken. Ja. Wann wollt ihr das nochmal veranstalten? Nochmal? Ja. Wenn es ein Erfolg wird, mit Sicherheit ja, oder dann werden einige Monate ins Land gehen. Ja, wieder im Sommer. Wieder auf jeden Fall. Sommer. Auf jeden Fall im Sommer, vielleicht nächstes Jahr. Und seid dabei, habt Spaß dabei. Und versucht einfach mal nur Schach zu üben, das macht Spaß. Ich wünsche euch was, Glück auf. Und du auch, ne, Holger? Holger, sag ich schon. Werner, der Holger ist gerade hier vorbeigelaufen. Danke dir fürs Mitmachen. Danke dir, Werner. Gerne, schönen Abend noch. So, Leute, ihr habt mich ja verlieren sehen, ne? Das ist der König, der von geschlagen wurde, meiner. Wenn ihr Bock drauf habt in Bottrop, da gibt es eine Buchenstraße 20 ab 18.30 Uhr. Vereinstreffen, da könnt ihr spielen ohne Ende bis zur Verdunstung sozusagen, also hier mit. Ne? Und viel Spaß dabei, wenn ihr Bock habt, einfach mal hin, Buchenstraße 20 in Bottrop an der Liebfrauenkirche, damit ihr euch orientieren könnt.
Da könnt ihr nochmal das Feld sehen. Mein Verliererfeld. Da bin ich ja auch mal da, ne? Viel Spaß euch und macht mal. Das ist ein interessantes Spiel. Ist auch für die Gehirnzellen nicht verkehrt. Tschüss, Glück auf. Auch von Werner.